Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schlechte Regierungspolitik bekämpft Symptome, anstatt die Ursachen eines Missstandes zu beheben. Und ganz schlechte Regierungspolitik ist es, wenn der Missstand durch die Symptombekämpfung sogar noch verschärft wird. Und genau das tun Sie mit Ihrer Bekämpfung sogenannter Hassrede. Werte Regierungsparteien, Sie schüren erst richtig den Hass und heizen den Zorn an, für den Sie und Ihre Politik verantwortlich sind. Damit wir uns klar verstehen, ich spreche nicht von Beleidigung, Verleumdung, übler Nachrede oder Volksverhetzung, die schon längst strafbar sind nach unserem Strafgesetzbuch. Ich spreche noch weniger von dem Anschlag in Halle oder dem Mordfall Lübcke, die Sie als Hassverbrechen bezeichnen. Abscheuliche Verbrechen, die verfolgt und hart bestraft werden müssen. In Ihren Initiativen gegen Hassrede und Hasskriminalität geht es aber um etwas ganz anderes. Sie instrumentalisieren und missbrauchen diese Fälle, um ein System der Unterdrückung der freien Rede, der Zensur und der Angst in diesem Land zu installieren, um politisch Andersdenkende mundtot zu machen. Interessanterweise spricht man ja immer nur von rechter Hasskriminalität und rüstet zum Kampf gegen rechts, wenn es um dieses Thema geht. Die wenigen schweren Straftaten halbirrer Extremisten greift man begierig auf, um die Gefahr des Rechtsextremismus maßlos aufzubauschen und in beispielloser Weise vor allem gegen unsere Rechtsstaatspartei, die AfD, zu hetzen. Wenn kriminelle Linksextremisten regelmäßig Autos unbescholtener Bürger abfackeln oder in Hamburg und Leipzig ganze Straßenzüge verwüsten und hunderte Polizisten verletzen, dann spricht man nicht von Hasskriminalität, sondern verharmlosen von linken Chaoten oder Aktivisten. Wenn Zugewanderte aus archaischen Kulturen junge Frauen vergewaltigen und bestialisch morden, dann ist auch das kein Hass, sondern es sind das Beziehungsdaten für die hinteren Seiten der Lokalblätter, da angeblich nicht von nationaler Relevanz. Minister Seehofer hat denn auch einen Neun-Punkte-Plan zur Bekämpfung des Rechtsextremismus angekündigt und Herr Krings hat ihn heute vorgestellt. Neben einigen sinnvollen Punkten wie dem Schutz von Lokalpolitikern sollen künftig Anbieter von Internetseiten auch die IP-Adressen der Absender sogenannter Hassreden an das Bundeskriminalamt melden, eine Hotline des Verfassungsschutzes zur Denunziation der eigenen Nachbarn als Rechtsextreme steht auch schon bereit. Herr Seehofer sagte, das sei erst der erste Schritt. Meine Damen und Herren, wenn Bespitzelung, Denunziation und Überwachung erst ein erster Schritt sind, dann frage ich mich, was der letzte sein wird. Internierung, Umerziehung, Entzug von Grundrechten? Worum geht es denn hier eigentlich? Wenn Kanzlerin Merkel in Indien 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe für Klimaschutz verspricht, während deutsche Rentnerinnen und Rentner am Monatsende oft nicht genug zu essen haben, dann macht das die Menschen wütend. Wenn das Vermögen der Sparer kalt enteignet wird durch Nullzins und Negativpolitik, Negativzins der EZB, dann macht das die Menschen wütend. Wenn Milliarden und Abermilliarden an Steuergeldern für illegal Eingewanderte bereitgestellt werden, Einheimische, für die sie ihre städtischen Wohnungen verlassen müssen, dann erwacht ein Gefühl der Ohnmacht und des Zorns im Land. Und dieses Gefühl wollen Sie pathologisieren und kriminalisieren. Das Volk soll lämmerhaft erdulden, was immer Sie ihm antun, bis zur endgültigen Abschaffung Deutschlands. Und wenn Sie glauben, ich übertreibe, dann zitiere ich Ihnen hier aus der Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Beispiel für Hate Speech. Hören Sie mal gut zu. Zitat: Gegenüberstellung von Wir- und Ihr-Gruppe und das Konstruieren eines Handlungszwangs. Beispielsweise, wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wer das Wir-Gefühl für wichtig hält für das Bestehen einer Nation und im Übrigen auch der Demokratie, und es ist essentiell wichtig, meine Damen und Herren, der ist bereits auf dem Weg zur Hasskriminalität und muss bekämpft werden. Ausdrücklich kein Hate Speech ist demnach die Herabsetzung Deutscher nach dieser Broschüre wie Kartoffel oder gerichtlich bestätigt Köterrasse, weil sie angeblich keine gesellschaftliche Relevanz besitzen. Und Annetta Kahane, die Präsidentin der Amadeo-Antonio-Stiftung, schon zu DDR-Zeiten als Stasi-Spitzel aktiv, schreibt im Vorwort, Zitat: Menschen, denen tiefer Hass brennt, sind am Ende eher animalisch als human. Das ist auch so, wenn sich dieser Hass politisch ausdrückt. Meine Damen und Herren, hier wird dem politischen Gegner das Menschsein abgesprochen. Das ist Totalitarismus in Reinkultur. Und die Wahrheit ist doch, dass diejenigen, die von
der größten Besessenheit gegen sogenannte Hassrede ergriffen sind, selbst vom tiefen Hass zerfressen sind, nämlich von kulturellem Selbsthass, meine Damen und Herren. Und nicht die AfD, bitte hören Sie zu, sät Hass in Deutschland, wie Sie behaupten. Wir geben dem gerechten Zorn im Land einen parlamentarischen Ausdruck. Hören Sie deshalb auf, die Symptome zu bekämpfen. Stellen Sie die Ursachen für diesen gerechten Zorn ab. Machen Sie Politik für das Volk und nicht gegen das Volk. Dann brauchen Sie auch keine Programme gegen Hassrede mehr. Und dann haben Sie uns auf Ihrer Seite. Vielen Dank. Marc Jong war das von der AfD-Fraktion, der in dem 9-Punkte-Programm der Bundesregierung, Zitat, ein System der Unterdrückung der freien Rede sieht.